Aktien, Anleihen, Rohstoffe oder auch Währungen. Das sind die wohl bekanntesten Anlageklassen. Weniger bekannt ist die Tatsache, dass man auch in die Schwankungsbreite, die sogenannte Volatilität, investieren kann. Und darüber wollen wir heute sprechen, hier auf dem Parkett der Börse Frankfurt mit Jan Sobotta von Swisscanto Invest. Danke für den Besuch, Herr Sobotta. Ja, mal Hand aufs Herz. Der deutsche Anleger fürchtet Börsenschwankungen wie der Teufel das Weihwasser. Warum sollte er da gerade in Volatilität investieren? Ja, Sie haben es gerade gesagt, Herr Franek, der deutsche Anleger ist da sehr sicherheitsorientiert. Insofern ist Volatilität, die Schwankungsbreite, für ihn ein Risiko. Wir bei Swisscanto Invest glauben aber, dass gerade diese Schwankungsbreite als alternative Assetklasse, was ja gerade alle Anleger suchen, eine Alternative sein kann, um Stabilität ins Portfolio zu bringen. Denn über den Weg, dass ich mein Rendite-Risikoprofil mit dieser ergänzenden Anlageklasse verbessern kann, habe ich einen Mehrwert, der jedem Anleger im Portfolio eine gewisse Grundlage geben kann. Aber wie kann man denn nun Volatilität messen? Gibt es da beispielsweise einen Index wie den DAX, nur eben mit Blick auf die Schwankungsbreite? Ja, den gibt es tatsächlich. Er wird Volatilitätsindex genannt, der VIX, ganz kurz gesagt. Und der wird bereits seit 1920 berechnet. Also insofern hat er viele große Tragödien der Weltgeschichte, wie die Weltwirtschaftskrise 1929 oder auch die Finanzkrise von 2008, schon mitgemacht. Also insofern hat man da einen sehr guten Index, um zu sehen, wie risikoreich wirklich bestimmte Themen sind. Und das Gute daran ist, er zeigt auch an, wenn Aktienmärkte beispielsweise steigen und der VIX fällt, dann ist der Aufwärtstrend intakt. Wenn aber letztendlich der VIX steigt, dann sollte man das als Warnsignal sehen. Es ist ja auch bekannt, natürlich eher unter den Profi-Anlegern, dass der Kauf von Volatilität durchaus ein großes Verlustgeschäft ist. Warum ist das so und wie kann man dagegen steuern? Wir hatten ja eingangs gesagt, Volatilität ist eben die Schwankungsbreite, das Risiko. Viele Anleger versuchen sich dagegen durch den Kauf von Volatilität abzusichern. Sie zahlen sozusagen eine Absicherungsprämie, wie Sie das kennen bei Versicherungen. Das ist dann am Ende der Grund, warum diese Kosten aus dem Ufer laufen können, wenn die Schwankungsbreite eben sehr hoch ist. Und Swisscanto versucht mit seinem Portfolio, Systematic Volatility Fonds dagegen zu steuern, indem wir Volatilität verkaufen. Also insofern wirklich die Absicherungsprämie, die andere Leute bereit sind zu zahlen, zu vereinnahmen und dadurch dem Anleger einen Mehrwert in das Portfolio zu bringen und zur Stabilität beizutragen. Das ist der grundsätzliche Ansatz bei der Strategie. Natürlich ist hier auch Risikomanagement notwendig, wahrscheinlich sogar noch mehr als in anderen Produkten. Wie funktioniert Risikomanagement beim Thema Volatilität, gerade auch in Ihrem Fonds? Es ist so, dass diese Short-Volatilität, dieses Verkaufen von Volatilität, nur in ganz normalen Marktphasen als Grundlage dienen kann. In anderen Marktphasen, gerade wenn es schwankungsintensiver wird oder der Markt nervöser wird, müssen wir eben zusätzlich dynamische Komponenten mit aufschalten oder auch in Extremfällen sogar zu einem Kauf von Volatilität dazu übergehen, um einfach das Risiko aus dem Portfolio zu nehmen. Das macht bei uns eben das systematische Team und insofern heißt der Fonds Systematic Volatility und wir glauben, dass wir damit einen echten Mehrwert für Anleger generieren können. Wir haben einen zusätzlichen Risikopuffer, ein Risikobudget eingebaut. Das darf nicht höher liegen als 10% Volatilität unseres eigenen Produkts über 3 Jahre. Insofern wird das täglich gemessen und daran müssen wir uns orientieren. Wir dürfen auch kein Leverage nehmen, also zusätzliches Risiko, weil wir glauben, das könnte zu risikoreich werden. Wann ist denn ein guter Zeitpunkt, Volatilität zu kaufen? Also beispielsweise, vielleicht können Sie sich das denken, nach hohen Verlustrisiken, die wir gesehen haben in der Finanzkrise von 2008, da war es wirklich eine gute Möglichkeit reinzugehen, weil die Absicherungsprämien oder das Sicherheitsbedürfnis der Anleger ist dann so groß, dass sie dementsprechend viel Geld bereit sind auszugeben, um sich abzusichern. Das Gleiche gilt aber auch in Marktphasen, wo die Volatilität im Markt sehr gering ist. Und das haben wir beispielsweise seit 2016/17. Also vielleicht ist jetzt gerade ein guter Moment, um noch reinzugehen. Wie lautet nun Ihr Fazit, Herr Sobotta? Für welchen Anlegertypus ist der Fonds geeignet? Wir bei Swisscanto Invest glauben, dass diese Assetklasse wirklich für Retail-Anleger genauso wie für institutionelle Anleger geeignet ist. Für beide haben wir Konstrukte in unserer Fondsbasis aufgelegt. Insofern sollte man vielleicht auf externe Berater zugehen, wenn man nicht weiß, wie seine Struktur mit Volatilität noch gestärkt und stabilisiert werden kann. Insofern eine Alternative wäre in jedem Fall der Swisscanto Equity Fund Systematic Volatility. Herzlichen Dank für die Erläuterung dessen, was Volatilität macht im Depot und wie man in Volatilität investieren kann. Das war Jan Sobotta von Swisscanto Invest. Herzlichen Dank fürs Gespräch.